Herzlich willkommen zum Aufgabenvideo zum Thema die elektromotorische Kraft. Wir wollen uns hier mal mit der folgenden Aufgabe beschäftigen. Berechnen Sie die Spannung, die an der folgenden galvanischen Zelle gemessen werden kann. Halbzelle 1 besteht aus einem Kupferstab, der in eine Kupfersulfatlösung eintaucht. Diese Kupfersulfatlösung, die soll eine Konzentration von 1 Mol je Liter haben. Und Halbzelle 2, die besteht aus einem Zinkstab, der wiederum in eine Zinksulfatlösung eintaucht. Die Konzentration der Zinksulfatlösung, die soll nun ebenfalls 1 Mol je Liter betragen. Gefragt ist nun also, welche Spannung letztendlich zwischen diesen beiden Halbzellen gemessen werden kann. Anders ausgedrückt, es wird nach der elektromotorischen Kraft oder auch nach der Potentialdifferenz gefragt, also die Potentialdifferenz zwischen Kathode und Anode. Gut, nun ist aus der Aufgabe noch nicht sofort ersichtlich, in welcher Halbzelle nun eigentlich die Kathode und in welcher die Anode steckt. Das bedeutet, wir müssen uns erstmal die Elektrodenpotenziale berechnen. Also mit ein bisschen Übung würde man es vielleicht schon erkennen, aber ich zeige hier den allgemeinen Weg. Da muss Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.